Hallo und herzlich willkommen auf Eurelia.de. Wir schauen uns nun an, wie man den Höhensatz des Euklid beweisen oder sich anschaulich zeigen kann. Ja, der Höhensatz des Euklid, dafür hat man ein rechtwinkliges Dreieck. Hier die beiden Katheten A und B und die Hypotenuse C, also gegenüber des rechten Winkels. Und dann zeichne ich noch die Höhe ein, die gegenüber des rechten Winkels steht. Die nennen wir hier H. Und diese Höhe H, die teilt diesen Bereich C in zwei Bereiche auf, nämlich in diese eine Seite P und die andere Seite Q. Und jetzt sagt der Höhensatz des Euklid gerade, dass man h², also das Quadrat dieser Höhe h, durch p mal q berechnen kann. Und das wollen wir uns jetzt mal probieren zu zeigen. Dafür benutzen wir den Satz des Pythagoras. Wir haben hier einen rechten Winkel, das heißt, wir wissen schon mal, a² plus b² ist die Hypotenuse, also c ins Quadrat. Das wissen wir schon mal. Und dann haben wir hier, dadurch, dass es die Höhe ist, schlägt die Höhe unten auch im rechten Winkel auf. Das heißt, wir haben wieder zwei weitere rechtwinklige Dreiecke. Das heißt, schauen wir uns dieses größere an. Da ist die neue Hypotenuse des b. Also wissen wir, b² gleich h² plus q². Und ebenso geht es hier in diesem anderen rechtwinkligen Dreieck. a² gleich p² plus h². Und jetzt schauen wir, was wir mit diesen drei Gleichungen machen können. Wir haben hier etwas, was b² darstellt, hier etwas, was a² darstellt. Das können wir hier oben einsetzen und schauen, was passiert. Also setzen wir das ein. Für a² steht nun also da p² plus h². Das heißt, jetzt haben wir das a² ersetzt. Ich mache jetzt mal den übersichtlichen Teil über die Klammer drum. Die muss allerdings nicht. Und jetzt schauen wir, was wir mit dem b² machen können. Das steht einfach hier. Ersetzen wir mit h² plus q². Ja, a² plus b² ergibt c², das lassen wir so stehen. Und das c², das c ist ja gerade, wenn wir uns unsere Zeichnung mal anschauen, gerade p plus q. Das heißt, auch dieses c² können wir direkt ersetzen. Durch p plus q, in Klammern zum Quadrat. Weil das c ist ja p plus q, das muss also auch in Klammern drum, ins Quadrat. Jetzt können wir das Ganze hier auflösen. P Quadrat plus h Quadrat plus h Quadrat plus q Quadrat. Und hier, das ist die erste binomische Formel, das ist p Quadrat plus 2pq plus q Quadrat. Schauen wir, was wir hier haben, das p Quadrat plus q Quadrat. Das ist ebenfalls hier, das können wir wegstreichen. Das heißt, übrig bleibt, hier steht h² plus h². Das ist 2h². Und auf der anderen Seite, was bleibt dann übrig? 2pq. Jetzt teilen wir noch durch 2. Und da steht es dann da, h² gleich pq. Und das ist genau das, was wir zeigen wollten. Das ist der Höhensatz des Euklid. Schaut doch mal auf der Homepage www.eurelia.de vorbei, besucht uns bei Facebook. Dankeschön.